Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, herzlich willkommen bei Einblick, der Fernsehsendung der Medienwerkstatt Linz. In unserer Reihe Education TV zeigen wir Ihnen Ausschnitte interessanter Vorträge. In dieser Sendung widmen wir uns ein weiteres Mal der beliebten Vortragsreihe Beziehungsfallen. Expertinnen und Experten geben Tipps und Ratschläge. Was sind die Geheimnisse langjähriger Partnerschaften? Was Psychologie, Medizin und Verhaltensforschung darüber herausgefunden haben, präsentiert Doktor der Medizin Werner Bartens mit der Überschrift »Was Paare zusammenhält«. Sehen Sie selbst. Jetzt muss ich ein bisschen ein paar Mythen aus dem Bereich, was jetzt bei Paaren, die zusammen sind, was da eine Rolle spielt, muss ich ein bisschen entkräften. Sowas finde ich immer gut, wenn man so allgemeine Vorurteile abklopft und guckt, was ist da wirklich dran. Und jetzt geht es um die Sache, wo gucken Männer hin bei einer Frau? Da haben viele immer für uns Männer nicht nur charmante Vorurteile gegenüber uns Männern, die denken, wir gucken der Frau nur aufs Hinterteil oder auf die Brüste. Dabei hat man geguckt, wenn man ganz schnell Bilder zeigt und auch Bilder sozusagen nur entweder oder, also sozusagen das Gesicht oder Teile des Körpers zeigt, dass Männer viel intensiver aufs Gesicht gucken, statt auf den Körper. Und die Frauen sind es, die den Männern in erster Linie auf den Hintern gucken. Zumindest wenn es um kurzes Abschätzen geht. Also sozusagen beim ersten Kontakt sind die Frauen figurbetonter. Kommt der für mich in Frage? Hat er ein knackiges Popöchen? Und die Männer, die sind wahrscheinlich eher an den inneren Werten interessiert und schauen der Frau deswegen ins Gesicht. Das ist nicht von mir, das ist Wissenschaft. Anderes Vorurteil, es gibt ja auch diesen Klassiker, dass Männern vorgeworfen wird, sie erkennen gar nicht, wenn ihre Frau irgendwas verändert hat, sie achten gar nicht auf ihre Frau. Die Frau kommt nach Hause. Ich erzähle jetzt einen ganz schlechten Witz, ich warne Sie vorher. Also die Frau kommt nach Hause und sagt, fällt dir gar nichts an mir auf? Da sagt er, nein, wieso? Sagt sie, ich habe eine Gasmaske auf. Ich habe gesagt, er war schlecht. Also, Männern wird oft vorgeworfen, sie würden nicht mal erkennen, wenn die Frau beim Friseur war. Dabei ist es so, dass man auch wiederum, wenn man Männer und Frauen bittet, auf ein Bild zu achten, auf ein Bild sich möglichst viele Details einzuprägen, oder wenn etwas nur kurz erscheint, sich sozusagen wahrzunehmen, was da drauf ist. Bei all diesen Tests schneiden Männer besser ab. Also Männer sind eigentlich die genaueren Beobachter, gucken genauer hin. Mit einer Ausnahme, Farbunterschiede nehmen Frauen besser wahr, besonders die in den Rot- und Brauntönen. Und das manchmal wehre ich mich dagegen, weil ich selber nicht so mag, diese evolutionären, biologistischen Erklärungen. Aber das wird damit erklärt, dass Männer, unsere Urahnen in der Steppe, in der Steinzeit natürlich auf der Jagd waren, aufpassen mussten, entweder wo ist das Wild, was sie jagen wollten, oder wo ist das größere Tier, was sie selber jagt. Also die waren sozusagen drauf geeicht, drauf geprägt, möglichst gut, möglichst schnell zu erkennen, da ist was, da ist nichts, da ist was gefährlich. Und die anderen haben nicht überlebt. Also wer nicht genau hingucken konnte, hat nicht seine Gene weitergeben können. Wir sind alle die Nachkommen von Leuten, die genau hingeschaut haben, besonders die Männer. Und für die Frauen war es wichtiger zu erkennen, wenn sie Essen zubereitet haben, was damals ja die klassische Rollenverteilung war, ist das noch gut, ist das noch genießbar? Das mussten sie bei Früchten erkennen, aber vielleicht auch bei Fleisch. War das schon verdorben oder konnte man das noch essen? Deswegen, Männer schauen mehr ins Gesicht und Männer schauen genauer hin. Das nur noch mal zum Festhalten und erzählen Sie es Ihrer Frau, wenn sie das nächste Mal sich in dieser Hinsicht beklagen sollte. Der nächste Punkt, Entlastung für die Frauen, ist ja auch immer so ein Klischee-Vorstellung, der Mann sagt nichts und sie quasselt ihn zu, sie textet ihn zu. Es gibt eine populäre Erklärung dafür, die ist aber nicht ganz richtig und demnach ist es so, dass Frauen haben ja, früher waren das mal 7 Jahre, inzwischen sind es nur noch 5 Jahre, eine längere Lebenserwartung als Männer. Und sie wollen ihm halt noch alles erzählen, solange er noch am Leben ist. Das ist eine Begründung dafür, warum Frauen angeblich mehr reden. Aber, oh, jetzt, Achtung, Stimme.
Aber man kann eben mit irgendwelchen Voice-Recordern, also man kann einfach Leute damit ausstaffieren, dass man aufnimmt, wie viel reden sie am Tag. Mit der Zeit merken die das gar nicht mehr, wenn die das länger tragen. Und wenn man es bei Hunderten oder gar bei Tausenden Leuten macht, wie man gemacht hat, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass die Unterschiede eigentlich überhaupt nicht signifikant sind, wie es in der Wissenschaft heißt. Also Frauen reden im Durchschnitt in dieser Untersuchung, und da waren mehrere tausend Menschen dran beteiligt, ich glaube, es waren 17.100 Wörter am Tag, und bei den Männern waren es 16.900. Also das ist kein Unterschied, das ist gleich viel. Interessant sind aber die Extreme, und die waren witzigerweise in beiden Fällen von den Männern erreicht worden. Es gab einen Mann, der hat 45.000 Wörter am Tag im Durchschnitt geredet, also fast das Dreifache von dem Durchschnitt. Und es gab einen, und das stelle ich mir besonders aufregend vor bei dem zu Hause, der kam mit 500 Wörtern aus. Pro Tag im Durchschnitt. Also in Sachen effizienter Kommunikation kann man immer noch was lernen. Ich möchte jetzt zu einem anderen Thema übergehen, und zwar, was Beziehungen eben auch haltbar macht, was Beziehungen stabil hält und was sozusagen nebenbei auch sehr stark den Alltag betrifft und was vielleicht dann über diesen Umweg doch auch ein bisschen dahin führt, was Paare glücklich machen kann. Man hat einfach geguckt, wie gehen Paare im Alltag miteinander um. Und da war eins, das sozusagen beiläufige Berührung nebenbei. Also es geht nicht um Sex, es geht nicht um Erotik, sondern es geht um die Hand auf den Unterarm legen, auf die Schulter oder da mal ein Begrüßungsküsschen oder einfach nebenbei im Vorbeigehen über den Rücken streichen, dass Paare, die sowas machen, dass sie erstens eine viel harmonischere Wahrnehmung, Einschätzung ihrer Beziehung selber haben und dass das aber auch eine Menge von gesundheitlichen Effekten hat für die Beziehung. Also ich habe das Buch, was nach diesem Paarebuch erschien, das heißt ja eben, wie Berührung hilft. Da zeige ich das viel ausführlicher, das möchte ich jetzt nur anreißen. Aber dass sozusagen das beiläufige Hand auf Hand oder den Arm streicheln oder wie gesagt in den Arm nehmen, dass das ein ganz entscheidender Gradmesser ist, wie es einem in der Beziehung geht und eben auch, wie man möglichst gesund bleibt, ob das nun Herz-Kreislauf ist, ob das das Immunsystem stärkt. Es gibt ganz viele Effekte, die das hat. In dem Zusammenhang gibt es auch eine Untersuchung, die geguckt hat, wie begrüßen sich denn Paare, die schon länger zusammen sind, abends, wenn sie nach Hause kommen. Es geht jetzt nicht darum, ob er aushäusig arbeitet oder sie oder beide. Es geht einfach darum, was passiert dann abends zu Hause. Und da hat man geguckt, dass diejenigen, die mit einem freundlichen Begrüßungskuss und Hallo Schatz, so in die Richtung zumindest, empfangen werden, dass bei denen auf Dauer mit den Jahren, nach 2-3 Jahren, der Blutdruck leicht sinkt. Normalerweise steigt er mit dem Alter leicht an, minimal, aber er steigt mit dem Alter. Und dass bei denjenigen, die sozusagen entweder ignoriert wurden, wenn sie nach Hause kamen, oder irgendwie, du hast heute Morgen den Müll nicht runtergebracht, zu hören bekamen, dass bei denen der Blutdruck anstieg. Also man kann sozusagen an der Form der zärtlichen Begrüßung, die natürlich auch ein Gradmesser dafür ist, wie es einem in der Beziehung geht, kann man durchaus ablesen, nicht nur, wie sich die Leute fühlen, sondern das hat unmittelbare Folgen für die Vorbeugung oder sozusagen den Schutz vor Herzinfarkt oder Schlaganfall, Magengeschwüren und anderen Gebrechen. Ein wichtiger Indikator ist auch, das geht ein bisschen rüber in dieses sich riechen können, ein wichtiger Punkt ist auch, dass man keinen Ekel voreinander haben soll. Also wenn man plötzlich anfängt, dass er sie nervt oder dass sie irgendwie es eklig findet, wenn bei ihm noch ein Krümel hier im Mundwinkel hängt oder dass sie einfach so ein bestimmtes Räuspern, so all diese Lebensäußerungen, die so ein Alltag zusammen schon mal mit sich bringen kann, wenn man anfängt, die eklig zu finden, das ist eigentlich ein großes Alarmzeichen. Sie lachen, sie scheinen was wiederzuerkennen. Also da sollte man aufpassen. Es gibt von Tucholsky den schönen Spruch, das ist nicht ganz ekel, aber finde ich auch, jeder hat sofort das Bild vor Augen. Der heißt, glaube ich, sie ließ sich bei Zeiten von ihm scheiden, weil er Witze um die entscheidende Nuance zu langsam erzählte. Und das ist ja genauso dieses irgendwie, da ist was, was man dann plötzlich irgendwie unerträglich findet. Es muss nicht körperlicher Ekel sein. Ein anderes Warnsignal, das geht auch stark in dieses Thema Berührung. Es gibt mittlerweile spannende und überraschend viele Befunde dafür, wie wichtig für unser Wohlbefinden ist, was wir anfassen, worauf wir sitzen und wie wir uns sozusagen, was wir fühlen, auch wenn wir jetzt nichts direkt anfassen, sondern einfach die Dinge, auf denen wir sitzen beispielsweise. Also man weiß, dass Chefs
gütiger, milder und spendabler in Gehaltsverhandlungen sind, wenn sie weich sitzen. Man weiß, dass man sozusagen freundlicher, warmherziger ist, wenn man was Weiches, Schönes, Angenehmes und etwas Warmes anfasst, als was Graues, Raues, nicht so Schönes. Dann ist man schroffer und kaltherziger. Also dieses, was wir aus der Sprache kennen, kalte Schulter, der ist irgendwie kalt wie Hundeschnauze, was es da alles für Sprüche gibt, da ist was dran. Also das Spiel spiegelt unmittelbar auch sozusagen die Gefühle, die wir empfinden und die wir aussenden wieder. Und in diesem Zusammenhang muss ich Ihnen noch irgendwie eins meiner weiteren Lieblingsexperimente erzählen. Und zwar hat man, da geht es genau um dieses Berührungsempfinden und was das mit unserer Psyche und mit unserer Wahrnehmung macht. Da hat man untersucht, also man hat Freiwillige gesucht, die bei einem Versuch mitmachen sollten. Und zwar hat man denen gesagt, sie kommen zu uns und dann sollen sie Bewerber beurteilen, die wir zu einem Vorstellungsgespräch da haben. Und wir möchten von Ihnen gerne wissen, was Sie von denen halten. Das war das, was die Leute vorher gewusst haben. Der eigentliche Versuch fand aber im Fahrstuhl statt, zu diesem Ort, wo das Experiment stattfand. Das war nämlich eine ziemlich lange Fahrt im Aufzug. Und dort war eine Mitarbeiterin von dem Versuch, die hatte einen großen Stapel mit Papieren und hatte in der einen Hand ein Getränk. Und dann hat sie ganz am Anfang gesagt, oh, können Sie mal kurz halten, ich muss meinen Stapel sortieren. Und sie hatte bei der Hälfte der Leute ein warmes Getränk, einen Tee oder einen Kaffee und bei den anderen was Kaltes, was Eisiges. Und das haben die dann die ganze Zeit während der Fahrstuhlfahrt gehalten. Das dauerte relativ lang und manchmal haben sie noch einen künstlichen Stopp eingelegt, damit die länger hielten und der Kontakt länger war. Und man hat dann gemerkt, dass diejenigen, die was Warmes angefasst hatten, viel freundlicher, milder, positiver diese Bewerber später beurteilten, als jene, die was Kaltes angefasst hatten. Die waren irgendwie schroffer, negativer und ablehnender und haben gesagt, nee, der kommt nicht in Frage oder das geht nicht. Also das nur sozusagen über dieses spannende Wechselspiel zwischen dem, was wir anfassen oder wie wir sitzen. Und deswegen achten Sie bei Ihrem Chef bei einer Gehaltsverhandlung drauf, dass der bequem sitzt, dann springt mehr für Sie raus. Und das Warnsignal in der Beziehung, deswegen habe ich jetzt diesen kleinen Umweg gemacht, das ist, wenn Sie oder er, meistens Sie, weil Frauen haben unmittelbareren Zugang zu ihren Gefühlen, wenn Sie plötzlich ständig sich so in Decken einhüllt oder immer Kissen braucht und das vorher nicht gemacht hat. Wenn sie sich sozusagen ständig kuschelig und warm und cozy und gemütlich macht oder plötzlich jeden Tag in die Badewanne geht und die große Schaumsause einlässt und das vorher auch nicht so gemacht hat. Also wenn sie sich sozusagen, es klingt fast zu einfach bildlich, metaphorisch, wenn sie sich die Wärme da holt, wenn sie sie von ihm oder in der Beziehung nicht kriegt. Das sind eben Alarmsignale, die so ein bisschen aus dem Alltag vielleicht einen Blick darauf werfen, was man sozusagen im Alltag, im Miteinander schon alles beobachten kann. Jetzt komme ich noch zu einem nächsten Aspekt, was Paare zusammenhält. Ich habe das mal überschrieben mit der Heilkraft der Liebe. Man weiß, dass Paare, die sich mögen, schätzen, unterstützen, ohne dass sie es wollen, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, ihre Immunabwehr stärken, dass sie sozusagen robuster, weniger anfällig sind gegen Bakterien, Viren, Keime und andere Erreger. Man weiß, dass Paare, die sich gut verstehen, haben seltener Erkältungen, sind sprichwörtlich weniger verschnupft im übertragenen Sinne wie im tatsächlichen Sinne. Frauen in harmonischen, gut empfundenen Beziehungen haben seltener Harnwegsinfekte und man weiß auch, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Zahlen immer sehr heikel sind, dass beispielsweise bei Frauen mit Brustkrebs oder bei Männern mit 12-Fingerdarmgeschwür die Heilung oder der Genesungsverlauf, die Prognose etwas günstiger ist, wenn sie das Gefühl haben, von ihren Partnern unterstützt, gestärkt und sozusagen getragen zu werden und nicht denken, na, jetzt habe ich schon diese blöde Krankheit und dann lässt mich der auch noch weitgehend im Stich oder ich fühle mich in seinen Gedanken oder Gefühlen nicht aufgehoben. Man weiß auch, und das, ich finde sowas immer beeindruckend, wenn aus dieser vermeintlich weichen Psychoebene und Beziehung und das kann ja alles schnell so ins Schwammige geraten. Und seit etwa 10 Jahren haben viele Forscher erkannt, hey, es gibt noch was anderes, außer irgendwie die harten Risikofaktoren in der Medizin, Cholesterin, Bluthochdruck und so weiter. Und die haben eben zum Beispiel auch geguckt, dass Verständnis füreinander, positive Gefühle, die Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt massiv verringern, und zwar stärker verringern,
als wenn man regelmäßig Sport macht oder Gewicht abnimmt. Also das ist fast damit vergleichbar, mit dem Rauchen aufzuhören. Und umgekehrt ist sozusagen Unzufriedenheit, Stress, depressive Veranlagung, Neigungen, negative Gefühle sind sozusagen fast so schlimm wie 15 Zigaretten am Tag zu rauchen, haben mal Wissenschaftler umgerechnet. Und deswegen ist es dann beispielsweise auch überraschend, wenn man sieht, dass Männer, wenn sie einen Bypass bekommen müssen, also eine Herzoperation, wo die Kranzgefäße mit einem Umgehungskreislauf kurz geschlossen werden, dass dieser Bypass länger offen bleibt und später wieder zumacht, wenn die sich von ihrer Frau unterstützt, geschätzt, geliebt fühlen. Insofern gibt es da eine Menge spannender, auch handfester Beweise und Beziehungen aus der sozusagen harten Medizin. Ich habe ja gesagt, ich bin von der Ausbildung her Arzt und habe auch lange in der Forschung im Labor gearbeitet. Und ich finde es interessant, wie dann manchmal auch so die härtesten Fächer der Medizin, ich habe das jetzt extra ein bisschen populärer dargestellt, weil ich nicht bei allen von Ihnen jetzt hier irgendwie Biochemie-Hintergrund erwarten kann oder Biochemiestudium, wie sich sozusagen Molekularbiologie und Neurobiologie auf der einen Seite, wie die Befunde ergänzen, die manche Therapeuten, Pädagogen, Psychologen, Psychosomatikärzte in ihrem Bereich schon lange gesehen haben, und dann gibt es plötzlich das eine erklärt das andere. Also es gibt sozusagen das makroskopische große Bild vom Ganzen, aber Sie können das mittlerweile auch auf zellulärer, neuronaler, feinstofflicher Ebene nachvollziehen. Und deswegen fand ich das auch interessant für mich, da mit diesem wissenschaftlichen Blick dran zu gehen. Also ich habe es populär aufbereitet, aber eben auch immer versucht, gibt es denn wirklich Belege dafür und was kann man denn sagen, was gesichert ist und was nicht. Jetzt kommen wir mal zum anderen Thema, was gelegentlich auch Paare beschäftigen soll, habe ich mal zumindest gelesen, und zwar geht es um Eifersucht, Affären und Seitensprünge. Die eine Frage ist, sind da beide gleich anfällig für? Da gibt es ja auch so diese Vorurteile, die uns Männern immer unterstellt werden, dass manche Männer irgendwie alles bespringen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, und irgendwie nur das eine im Sinn haben, während die Frauen anmutig, edel, sittsam und fein, oder wie heißt es in dem Gedicht, irgendwie sich natürlich nicht jedem hingeben. Ich habe irgendwie schon früh gedacht, irgendwas stimmt an diesem Zahlenverhältnis nicht, oder das kann nicht so ganz aufgehen, aber wie das so manchmal ist, ich habe es für mich nicht richtig durchgerechnet. Irgendwann kam dann mal so ein Aha-Erlebnis. Und wenn man jetzt mal die Homosexuellen ausnimmt, dann muss ja eigentlich für jeden Mann, der fremd geht, auch eine Frau da sein, die fremd geht, wenn gleich viele in Beziehung sind. Also muss es ja gar nicht, da kann es ja gar nicht so einen großen Unterschied geben zwischen Männern, die Affären haben, und Frauen, die Affären haben. Und witzigerweise, wenn Sie sich das genauer angucken, je unabhängiger, anonymer man diese Untersuchung macht, desto mehr gleichen sich die Zahlen an. Es geht da um sozial erwünschte Antworten. Wenn wir hier fragen würden, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber dann würden die Männer wahrscheinlich sagen, oh, wie viele Seitensprünge hatten Sie schon oder mit wie vielen Frauen hatten Sie Sex? Würden die Männer sagen, 10, 20, 30, einige Männer zumindest. Natürlich nicht, wenn die Frau daneben ist, aber wenn die Männer hier unter sich im Saal wären. Dann wären die Frauen hier, die würden sagen, 2, 1, 3. Und je mehr man das anonymisiert und je stärker man wirklich sicher macht und klar macht, da kann keiner hinterher herausfinden, ob du das warst oder du das warst, dann gehen die Zahlen von den Männern runter und die von den Frauen hoch. Ich erschrecke jedes Mal, wenn ich dieses Mikro berühre. Also insofern ist das ein sehr starkes sozial erwünschtes Verhalten dabei, das halt immer noch das gesellschaftlich prägende Bild ist. Männer sind die wilden Kerle, die sich die Hörner abstoßen, gerade in jungen Jahren oder wenn später, dann kommt das halt mal vor und ist halt so. Und Frauen brauchen das eben nicht. Und es gibt dann noch diese evolutionäre Theorie, wo nach der Mann ja sozusagen ein Übermaß an Samen und Keimzellen hat und damit sozusagen seine wunderbaren Gene in alle Welt verteilen kann, während die Frau ja nur über eine begrenzte Zahl von Eizellen verfügt und da schon gucken muss. Und außerdem eben auch dieses kostspielige in Sachen von Zeit, Ressource, Aufwand, diese kostspielige Zeit der Schwangerschaft und der ersten Aufzucht hat, wo sie eben schon genau gucken muss, auf wen sie sich da einlässt. Aber obwohl das so ist, sind eben diese Zahlen relativ ähnlich. Und interessant ist, wenn man guckt, wer ist auf welche Art von Eifersucht anfällig, und da gibt es auch, manchmal gibt es einfach wunderbare Versuchsbedingungen, da hat man Männern und Frauen zum Teil auch bei einer Party, zum Teil in so
Laborbedingungen, also in einem Raum, wo sie für sich waren, hat man irgendwie Gespräche vorgespielt oder sie haben was gehört und da waren immer so Schlüsselbegriffe drin versteckt in diesen Gesprächen. Und zwar mal ging es um tatsächlich handfesten körperlichen Betrug oder körperliche Affären oder einfach nur darum, wie attraktiv oder sexy jemand anderes ist. Und mal ging es darum, wie sehr verstanden, wie eins mit sich, wie seelengleich man sich fühlt. Also ich will darauf hinaus, es ging um die körperliche und um die seelische Nähe oder Attraktion durch jemand anderes. Und da war es ganz klar so, dass die Männer fuchsteufelswild und eifersüchtig wurden, wenn sie in diesen Gesprächen irgendwelche Hinweise darauf bekamen, dass eine Frau oder speziell natürlich ihre Partnerin von den körperlichen Vorzügen eines anderen Mannes schwärmte oder davon, dass sie sozusagen Lust hätte, da körperlich was zu erleben. Und die Frauen waren sehr empfindlich und sehr anfällig dafür, wenn sie spürten, dass der Mann eine andere, interessanter, verständnisvoller, seelisch attraktiver fand. Also gar nicht so sehr das Körperliche. Fand ich sehr interessant, dass diese Dinge sehr unterschiedlich sind. Jetzt kommt noch ein bisschen was, was für die Alltagsbewältigung helfen mag. Und zwar hat man Paare angeguckt, die lange zusammen waren und geguckt, wie die miteinander umgehen. Und das eine, ich hatte es vorhin schon angedeutet, ist, Verständnis ist gar nicht das Entscheidende. Man muss nicht den gleichen Fußballverein gut finden, dieselbe Partei wählen, man muss nicht die gleichen Interessen haben, man muss auch nicht, sie muss nicht verstehen, warum er Formel 1 gut findet und er muss nicht verstehen, warum sie zum Yoga geht. Das ist in allen Untersuchungen und in allen Umfragen, hat das einen erstaunlich geringen Wert gehabt, weil man oft immer das Gefühl hat, ist ja auch so ein Klassikerspruch, du kannst mich einfach nicht verstehen. Es geht nicht um gleiche Interessen, gleiche Hobbys, gleiche Leidenschaften. Es geht eher darum, um die Bereitschaft, das dem anderen sein zu lassen und das auch seins sein zu lassen. Es geht nicht darum, das nachzumachen, nachzuvollziehen, genauso zu sein, sondern okay, mach du deins, ich mach meins, deswegen sind wir noch lange nicht getrennt, ich lass dir das, ich muss es aber nicht verstehen und du kannst ruhig in den Keller, einen Flugsimulator gehen, wenn du das magst. Meins ist es nicht. Das sind Paare, die lange zusammenbleiben. Wichtig ist dann auch, wie man miteinander umgeht. Und da gibt es Untersuchungen mit Videoaufnahmen. Die Paare wussten, dass sie gefilmt werden, aber es ist erstaunlich, nach wie schneller Zeit man das vergisst, wie wir miteinander umgehen. Und da hatte man halt an Hunderten von Leuten gefilmt, geguckt, wie gehen die abends miteinander um, wenn die zu Hause sind. Und zwar schon nach 2, 3, 4 Jahren, also relativ kurzer Zeit. Und kann man daraus Rückschlüsse darauf ziehen, wer sich vielleicht nach 5 Jahren oder 10 Jahren trennt und wer zusammenbleibt. Und da war es ganz erstaunlich, diese Aufnahmen sind zum Teil erschütternd, da sieht man dann manchmal, ich übertreibe jetzt nur etwas, er kommt nach Hause und sie fängt an zu erzählen, was der Zweijährige für Fortschritte gemacht hat und wie toll der jetzt schon da läuft und was er schon für 2-Wort- oder 3-Wort-Sätze sagt und also erzählt begeistert von dem Kind und er guckt sie gar nicht richtig an, guckt nach unten, isst irgendwas und fängt dann an, von seinen Heldentaten aus dem Büro zu erzählen. Sie ist davon dann erstmal brüskiert, schockiert, abgeschreckt und ist auf eine Weise beleidigt. Und er sagt dann zwar noch irgendwas, aber man sieht sofort, die reden eigentlich aneinander vorbei. Und wer das nicht macht, sondern versucht, offen, anteilnehmend, mitfühlend zu hören, was sagt der andere, was will er mir sagen, egal ob zwischen den Zeilen oder direkt, diese Paare haben natürlich naheliegenderweise eine viel bessere Prognose, lange zusammenzubleiben. Das Interessante war, alle durften natürlich diese Filme von sich angucken. Und die sich da so, wie ich es am Anfang beschrieben habe, also die sich gar nicht richtig zugehört haben, viele von denen waren richtig schockiert, haben gesagt, was, das sind wir, oh Gott. Also denen war das gar nicht bewusst wechselseitig. Natürlich hat die Frau dann vielleicht gemerkt, dass der Mann sie zurückstößt oder nicht richtig zuhört. Und er hat auch irgendwie gespürt, dass sie ein bisschen beleidigt ist. Aber erst das im Bild dann zu sehen, hat ihnen so richtig die Augen geöffnet. Also, das ist ein wichtiger Punkt. Und was ich dann noch als Punkt wichtig finde, ich habe oft, wenn ich zu diesem Thema was gesagt habe oder wie gesagt im Fernsehen oder Radio eingeladen war, dann haben die am Ende so gesagt, Mensch, Herr Bartens, das ist ja alles furchtbar ernüchternd, das ist ja ganz schön traurig, was Sie uns da erzählen. Ich finde das gar nicht so. Ich finde, dass wir müssen eben einfach auch sehen, dass wir in einer Art Optimierungsfalle sitzen, in der alles immer besser sein soll, in der alles immer besser werden soll, in der wir ständig das Gefühl haben, dem romantischen Ideal der Liebe nachhängen zu müssen. Als ich von dem Buch einer Freundin erzählt hat, hat die von ihrem Großvater berichtet, der gesagt hat, wenn es da früher Probleme bei ihrer Mutter gab oder irgendwo in dem, also wie gesagt, vor 2 Generationen, dann hat der Großvater gefragt, die Tochter dann
über ihren Mann. Schlägt er dich? Nein. Schlägt er die Kinder? Nein. Hat er eine Arbeit? Ja. Säuft er? Nein. Dann bleibt zusammen. Also das ist jetzt nicht das Patentrezept, aber das zeigt vielleicht auch, dass unser romantisches Ideal, unsere Vorstellung, wir müssen ständig Brad Pitt oder Angelina Jolie um uns haben und die dann auch noch sozusagen mit Eigenschaften wie Mutter Teresa gesegnet sind, die großen Karrieremacher sind und gleichzeitig 17 Kinder ins Bett bringen, dass das vielleicht uns alle überfordert und uns auch selber unglücklich macht. Das, was ich jetzt gesagt habe, trägt vielleicht auch ein bisschen dazu bei, dass wir sagen, naja, manche Entwicklungen sind mit der Zeit so. Nach 10 Jahren ist es eben nicht mehr ganz so wild und leidenschaftlich wie nach 10 Tagen. Das gehört dazu, auch wenn uns Rama-Familien, Werbung oder was auch immer was anderes suggeriert und jede Frauenzeitschrift irgendwie jede zweite Woche mit dem Titel aufmacht, so halten Sie Ihre Beziehung frisch. Das ist halt schwierig. Das geht nicht immer. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum manche Paare nur noch zusammenhängen wie zwei ineinander verbissene Hunde. Ich möchte Ihnen jetzt noch abschließen, jetzt kommt noch eine Take-Home-Message, das können Sie zu Hause üben, das können Sie machen, möchte ich Ihnen noch ganz kurz deutlich machen, was ist der Unterschied, was brauchen Männer und Frauen bei Stress? Achso, vorher noch der schöne Punkt, gemeinsame Betten, ja oder nein? Helmut Schmidt, der langjährige Kanzler, der immer noch, glaube ich, jetzt 95 gern gesehen im deutschen Fernsehen ist, der hat ja immer gesagt, seine Frau Loki und er hätten seit 60 Jahren getrennte Betten gehabt, das hätte ihre Ehe gerettet. Es ist interessanterweise so, die Frauen wollen getrennte Betten, weil sie glauben, das stärkt die Beziehung. Die Männer wollen gemeinsame Betten, weil sie glauben, das stärkt die Beziehung. Sie wissen dann, wie es in der Realität aussieht. Jetzt, was brauchen Männer und Frauen bei Stress? Nee, noch eins vorweg, wie ist das beim Wochenende? Männer freuen sich auf das gemeinsame Wochenende, weil sie denken, jetzt haben wir endlich gemeinsam Zeit, ich freue mich auf meine Frau. Frauen freuen sich nicht so sehr auf das gemeinsame Wochenende, weil sie denken, jetzt haben wir endlich mal gemeinsam Zeit mit meinem Mann. Jetzt kommt endlich die Stressgeschichte. Die Stresssituation ist sehr fies, sehr gemein, nennt sich Trierer sozialer Stresstest. Dazu gehört, dass in einer Gruppe wie dieser sie alle wissen, dass sie der Reihe nach, sie wissen aber nicht wann, aber sie wissen, sie alle kommen dran, sie werden hier nach vorne geholt, stehen hier allein im Licht, nicht hinter, sondern vor dem Pult und dann müssen sie von 2387 in 47er Schritten runter subtrahieren. Vor allen und sie kommen alle dran. Das ist sozusagen die Ausgangslage des Stresstests und selbst wenn sie gute Kopfrechner sind und das richtig machen, was schwierig ist bei diesen Zahlen, dann werde ich Sie dadurch irritieren, dass ich irgendwann sage, schneller, schneller, oder ich sage falsch und es war richtig. Und spätestens dann werden Sie Stress haben. Gut, wenn Sie das wissen, das ist jetzt die Versuchsanordnung, dann dürfen Sie sich jetzt eine Viertelstunde mit Ihrem Partner, so er denn anwesend ist, zurückziehen und sich darauf vorbereiten, auf diese stressige Aufgabe, weil Sie wissen, alle kommen dran. So, jetzt geht es darum, was wollen die Frauen? Sie dürfen in diesem Raum alles miteinander machen, außer sexuelle Dinge. Was wünschen sich die Frauen? Die Frauen wünschen sich, dass er die Klappe hält und ihr den Nacken massiert. Sonst nichts. Die Männer wünschen sich, dass sie zu ihm sagt, du schaffst es, du bist gut, du bist der Beste. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Wer sich nahe steht, kommt sich auch immer wieder in die Quere. Welche Lösungen gibt es? Im nächsten Beitrag spricht Diplompsychologin Berit Brockhausen über die Revierkämpfe in Beziehungen. Liebe macht verletzlich. Wenn Sie Nähe, Zärtlichkeit, schönen Sex oder auch nur einen anregenden Abend mit Ihrem oder Ihrer Liebsten wollen, dann geht das nur, wenn der das auch will. Und ob er das will, entscheiden nicht Sie, sondern er oder Sie. Und wenn er es nicht will, dann hilft es Ihnen auch gar nichts, dass vielleicht mehrere andere Verehrer um Sie herum mit Freuden Ihnen geben würden, was Sie brauchen. Denn Sie brauchen es von diesem einen, diesem Menschen, den Sie lieben und der Ihr Bedürfnis in genau diesem Moment nicht teilt. Das meine ich, wenn ich sage, Liebe macht uns verletzlich. Wir sind abhängig. Abhängig von dem Menschen, den wir lieben und abhängig davon, dass er auch will, was wir von ihm brauchen. Aber wer fühlt sich schon gerne verletzlich? Oder hilflos. Abhängigkeit ist heutzutage schon fast was Anrüchiges, was Unanständiges.
Wir sollen unabhängig und selbstständig sein, selbstbewusst, immer auf der Gewinnerseite. Wer fühlt sich schon gern bedürftig? Für die meisten Menschen ist es unerträglich. Und sie tun alles dafür, um solche Gefühle zu vermeiden. So pochen sie zum Beispiel auf ihr Recht, um sich stark zu fühlen. Also in einer Beziehung kann man ja wohl ein wenig Rücksichtnahme erwarten. Oder sie fahren rechts Verstärkung für ihren Standpunkt auf. Also meine Schwester hat auch schon festgestellt, dass du ziemlich unhöflich bist. Sie bemühen Moral, Anstand und gute Sitten. Jeder normale Mensch würde seine Frau in den Arm nehmen und trösten, wenn sie weint. Oder sie machen sich klein und versuchen über Schuldgefühle oder Schmeicheleien den anderen zu etwas zu bringen. Obwohl du solche Sachen viel besser kannst als ich, lässt du mich hier mit meiner Steuererklärung im Stich. Manchmal schaffen sie einfach Fakten, gegen die der andere sich nicht wehren kann. Manchmal klagen sie seine Hartherzigkeit an. Ein anderes Mal lassen sie ihn auflaufen, appellieren an sein Mitleid oder seine Kompetenz und zu wieder anderen Gelegenheiten drohen sie mit Trennung oder mit einem Weinkrampf. Und all das macht der Partner ebenso. Kein Wunder, dass beide immer unglücklicher werden. Denn die Versuche, den anderen zu manipulieren und ihm die Zuwendung abzuluxen, die er freiwillig vielleicht nicht geben würde, die führen zwangsläufig dazu, dass man am Ende nicht nur abhängig sich fühlt, sondern sich sogar noch ausgeliefert und ohnmächtig fühlt. Denn Fakt ist, mit all diesen Strategien greifen sie in die Selbstbestimmung ihres Partners ein. Jedes Mal, wenn sie ihn gegen seinen Willen zu etwas bringen oder aber seine Entscheidung beeinflussen wollen, ist das ein Übergriff, eine Aggression, eine Verletzung seiner Entscheidungsfreiheit. Und darauf wird er reagieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er wehrt sich oder er wehrt sich nicht. Beides hat fatale Folgen. Denn setzt sich ihr Partner gegen ihren Übergriff zur Wehr, dann kommt es zu Streit, zu Kämpfen, zu Wut, zu gegenseitiger Verletzung. Bei manchen Paaren läuft es etwas glimpflicher ab und dann gibt es nur nächtelange Diskussionen darum, wessen Bedürfnis berechtigter oder normaler ist, wer dem anderen entgegenkommen müsste, wer schon wie viel für den anderen getan hat und so weiter. Anstatt es miteinander gut zu haben, verbringt das Paar immer mehr unangenehme und anstrengende Zeit miteinander. Das gegenseitige Wohlwollen schwindet, Misstrauen wächst und irgendwann ist die Liebe erstickt. Im anderen Fall wehrt sich der andere nicht, sondern gibt nach. Aber glauben Sie bloß nicht, dass jetzt alles in Ordnung ist. Er nimmt Ihnen nämlich Ihre Übermacht übel. Es war nicht seine freie Entscheidung. Er fühlte sich gezwungen. In ihm wächst Feindseligkeit. Äußerlich haben Sie bekommen, was Sie wollten. Zum Beispiel die Umarmung, die Sie so dringend brauchen. Aber der andere ist ohne innere Beteiligung dabei. Mehr noch, eigentlich ist er sogar stinksauer. Und damit haben sie genau nicht bekommen, was sie wollten. Ein grollendes und pflichtbewusstes Drücken ist was ganz anderes als das Gefühl, dass ihr Partner den Körperkontakt mit ihnen will und genießt. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. In der Liebe können sie einen Revierkampf nie gewinnen, wenn sie sich gegen den anderen durchsetzen. Robert und Simone sind ein schönes Beispiel dafür. Die beiden sehnen sich sehr danach, wieder mehr schöne und zärtliche Momente miteinander zu verbringen. Doch jeder Versuch artete in einen Kampf aus und vergiftete die Atmosphäre noch mehr. Da hatten sie zum Beispiel eine Wochenendreise gebucht, weil sie früher unheimlich gerne neue Städte gemeinsam erkundet hatten. Und nach einem anregenden Vormittag schlug Robert vor, jetzt doch noch das Schloss in dieser Stadt zu besichtigen. Simone war inzwischen müde vom Laufen und wollte erst mal einen Milchkaffee trinken. Doch Robert wies berechtigterweise darauf hin, dass am Nachmittag im Schloss kein Einlass mehr sei und jetzt die letzte Gelegenheit für die Besichtigung wäre. Simone, die fand, dass sie sich schon den ganzen Morgen nach seinen Wünschen gerichtet hatte, obwohl sie eigentlich viel lieber entspannt durch die Altstadt gebummelt wäre, explodierte. Wieso konnte er ihr nicht einmal entgegenkommen? Wieso musste sie sich immer anpassen? Bedröppelt schlug Robert vor, er könne ja auch alleine gehen. Und damit machte er alles viel schlimmer. Typisch. Immer zieht er gnadenlos sein Ding durch. Simones Bedürfnisse interessieren ihn nicht. Und zu Gemeinsamkeit kommt es nur, wenn sie wieder
klein beigibt. Das war das, was in ihr vorging. Ich glaube, Sie können sich vorstellen, wie das Wochenende zu Ende ging. Für dieses Dilemma gab es keine befriedigende Lösung. Sehen wir auch in dem Bild. Links sehen wir, was passiert wäre, hätte die Simone sich durchgesetzt. Sie hätten mit einem ganz schlecht gelaunten Robert im Café gesessen, der wahrscheinlich auch den Rest des Tages nicht besonders nett gewesen wäre. Das heißt, Simone hätte auch nicht bekommen, was sie wollte. Also gemeinsame Entspannung und angeregender Austausch ist mit diesem Mann in der Laune nicht möglich. Das wusste Simone. Deshalb gab sie nach und sie hasste Robert dafür. Da sehen wir sie durch die Besichtigung stapfen, schlecht gelaunt, redete kaum noch mit ihm, machte noch ein paar spitze Bemerkungen, das konnte sie super. Zärtlichkeiten sind unter diesen Umständen völlig unvorstellbar und Robert fand diese Meckerziege an seiner Seite zunehmend anstrengend und unattraktiv. Und was tat er? Er vertiefte sich in Zeitung und Reiseführer. So viel zu dem schönen Wochenende. Beide dachten am Ende nicht das erste Mal über Trennung nach. Wer um Gemeinsamkeit kämpft, hat schon verloren. Denn durch den Kampf zerstört er das, worum es ihm doch geht. Ein gequälter Kuss ist kein Genuss. Gnädig gewährter Sex ist demütigend. Und geheucheltes Interesse ist verletzend. Und das ist letztendlich das Thema, das alle Paare in meine Praxis führt. Sie haben die Beziehung begonnen in der Hoffnung, dass sie füreinander etwas ganz Besonderes sind. Doch was wird aus den Sehnsüchten, wenn solche wichtigen Bedürfnisse wie Zärtlichkeit, Interesse, ernst genommen sein, Unterstützung und schöner Sex, wenn die nicht einklagbar sind? Und wenn sich herausstellt, dass die Wünsche leider nicht immer automatisch gut zusammenpassen? Was passiert, wenn das Glück des einen den anderen unglücklich macht? Wenn man sich vor die Entscheidung gestellt sieht, entweder sich selbst oder den Partner unglücklich zu machen. Darauf ist kaum jemand vorbereitet, oder? War Ihnen klar, wie kompliziert Liebesbeziehungen sind und wie viele Herausforderungen Sie meistern müssen und übrigens auch Zumutungen ertragen, damit Sie auf Dauer zufrieden mit dem oder der Geliebten leben können? Im Gegenteil. Die landläufigen Vorstellungen von Liebe und Beziehung sehen auch heute noch vor, dass jeder Mensch nur seine bessere Hälfte finden muss, um glücklich zu sein. Die eine Person, die so perfekt zu ihm passt, dass Konflikte dann gar nicht erst auftreten. Platon beschreibt genau dieses Modell im Mythos des Kugelmenschen. Der Kugelmensch lebte damals auf der Erde, war ein Wesen mit vier, sieht man hier nicht so richtig, aber eigentlich vier Beinen und vier Armen rundherum und war mit sich selbst sowas von glücklich und wohl, dass die Götter sich dadurch beeinträchtigt fühlten und sich Sorgen machten, weil ein so glückliches Wesen denkt zu wenig an die Götter und zu sehr an sein eigenes Vergnügen. Daraufhin schleuderte Zeus einen Blitz und teilte dieses Wesen in zwei Hälften. Und das war eine gute Idee, denn seither sind diese Hälften damit beschäftigt, einander zu suchen, um sich wirklich wieder ganz zu fühlen. Und die Götter hatten ihre Ruhe. Doch jetzt mal ehrlich, wie oft haben Sie dieses Ganzheitsgefühl erlebt? Und wie lange war es von Dauer? Ja, es ist richtig, wir suchen. Aber nein, wir passen nicht nahtlos zusammen. Jeder von uns hat Ecken und Kanten. Und wenn die zusammenkommen, das sehen wir in der Mitte oben, dann stößt man sich. Was jetzt? Der erste Lösungsversuch ist immer, das muss doch funktionieren. Wenn nur der andere sich nicht so anstellen würde, wieso kann er nicht einfach auf seine störenden Wünsche verzichten und mir entgegenkommen? Dieser Versuch, den anderen zu verändern, ist ein Einblick in sein persönliches Hoheitsgebiet und er führt immer zu Gegenwehr. Ergebnis sind Kampf, Streit, Verletzungen. Und das sehen wir da oben. Die wollen sich nahe kommen und kriegen das irgendwie ohne Verletzungen nicht hin. Irgendwann, die einen früher, die anderen später, manche nie, wechseln die Paare auf den zweiten Lösungsansatz und das ist die Distanz. Sie rücken auseinander, ne? Dann kommen so Sätze von, man kann den anderen ja nicht verändern und den anderen so lassen, wie er ist, tara, tara. Und dann haben wir das, was da unten ist, die gehen so weit auseinander, dass es nicht mehr wehtut.
und dann wird es kalt. Und das ist auch nicht das, was man wollte. Man fühlt sich traurig, einsam. Das war nicht der Grund, warum man eine Beziehung wollte. In dem Lied vom Anfang hieß es, wenn ich weiter vorsichtig und zurückhaltend bleibe, um nicht verletzt zu werden, dann wirst du dich abwenden. Und das wäre mein größter Fehler. Das ist diese zweite Strategie. Springen wir zurück zu Nico und Amelie und der Mütze. Die sahen nämlich auch nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder Nico unterwirft sich Amelies Vorstellung von dem, was Finn brauchte, oder sie nimmt sich zurück. Im ersten Fall empfindet Nico Amelie als Oberaufseherin und Besserwisserin und wird ihr das ziemlich übel nehmen, dass sie sich durchgesetzt hat. Und dieser Groll wird seine Liebe und seine Offenheit ihr gegenüber deutlich dämpfen. Amelie wäre übrigens trotzdem unzufrieden. Sie hätte zwar äußerlich ihre Vorstellung durchgesetzt, aber ihre Sehnsucht nach einem Partner, der gemeinsam mit ihr sich für Finns Wohlbefinden verantwortlich fühlt, die bleibt weiter unerfüllt. Die andere Alternative, nämlich Nico einfach machen lassen, ist für Amelie unvorstellbar. Deshalb reagierte sie ziemlich wütend, als ich vorschlug, die Hoheitsgebiete zu klären. Sie sagte, wir sind hier, weil uns die Nähe verloren gegangen ist. Natürlich kann jeder von uns seins machen. Das machen wir über weite Strecken auch schon. Ich sehe nur nicht, wie uns das wieder näher zusammenbringen soll. Doch sie hatte mich falsch verstanden. Weder Kampf noch Distanz sind eine Lösung für fehlende Gemeinsamkeit. Sondern Gemeinsamkeit entsteht ausschließlich, indem beide sie herstellen. Aktiv. Und zwar so, dass sie wirklich stimmt. Und dafür mussten wir die Hoheitsgebiete klären. Finn ist, wie jedes Kind, die gemeinsame Verantwortung beider Eltern. Da sehen wir das, Kinder ist in der Mitte ein gemeinsames Gebiet. Diese gemeinsame Verantwortung kann vorübergehend von einem wahrgenommen werden, aber sie bleibt trotzdem gemeinsam. Wenn die beiden sich einigen, dass Nico zum Beispiel morgens zuständig ist, dann ist der Ablauf und alles, was dazugehört, sein Hoheitsgebiet. Wenn er Gummistiefel sucht, kann er Amelie fragen, weil er dadurch Zeit spart. Wäre sie nicht da oder weiß sie es nicht oder will sie ihm nicht helfen, dann muss er die Stiefel halt suchen und finden. Oder sich eine andere Lösung ausdenken, damit Finn an einem Regentag keine kalten Füße bekommt. Es ist auch Finns Entscheidung, ob er dem Kleinen schnell ein Brötchen schmiert oder ausgiebig das Obst für ein Müsli schneidet. Wenn er das Brötchen schmiert, kann er noch schnell Zeitung lesen, während Finn allein im Badezimmer herumplanscht. All das würde Amelie anders machen und das tut sie auch, wenn sie dran ist. Sie ist sogar bereit, sich weniger einzumischen. Doch was die Mütze betrifft, ist Nichtsagen keine Lösung. Wenn für Amelie im gemeinsamen Hoheitsgebiet Finn die Dinge nicht gut laufen oder aber Nico seine Verantwortung auf eine Art wahrnimmt, dass plötzlich ohne Absprache zusätzliche Aufgaben bei Amelie landen, wie zum Beispiel das Bad zu wischen, dann wird es Zeit, nochmal in Ruhe über den Zustand des gemeinsamen Gebiets Verantwortung für Finn zu sprechen. Das hat Amelie natürlich schon tausendmal gemacht und tausendmal ist es schiefgegangen. Warum? Weil den beiden die Hoheitsgebiete nicht klar waren. Es gibt nämlich drei: meins, deins und unseres. In Dingen, die nur sie betreffen, entscheiden auch nur sie. In Dingen, die ihren Partner betreffen, entscheidet der. Doch in den gemeinsamen Gebieten gelten weder seine noch ihre Gesetze. Und deshalb kann Amelie Nico keine Vorschriften machen, wie er sich mit Finn verhalten muss. Wenn sie es versucht, muss er sich wehren oder aus diesem Gebiet zurückziehen. Und das ist bestimmt nicht in Amelies Sinne und schon gar nicht wäre das gut für das Kind. Doch auch Nico kann nicht einfach machen, was er will. Es ist gemeinsames Gebiet und er braucht Amelies grundsätzliches Einverständnis. Beide sind von der Zustimmung des anderen abhängig. Und darum geht es. Das gilt es zu erkennen und zu berücksichtigen. Wir alle müssen lernen, souverän abhängig zu sein. Am besten in der Beziehung, die wir haben. Souverän abhängig, finde ich, klingt super. Ich zeige Ihnen auch, was ich darunter verstehe. Okay, aber zeigen kann ich es jetzt nur virtuell, weil ich bräuchte Seifenblasen.
Vielleicht können sich diejenigen, die mit ihrem Partner hier sind, ich hoffe, es sind einige Paare im Publikum, vorstellen, dass derjenige von Ihnen, der links sitzt, hat das Röhrchen mit der Seifenlauge und derjenige, der rechts sitzt, hat dieses Teil, wo man, ne, wie heißt das? Weiß jemand, wie das heißt? Aber Sie wissen, was ich meine. Also das, was man reintaucht und wo man durchpusten muss, damit Seifenblasen entstehen. Okay. Und Puste haben Sie beide. Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, oder Sie können das gerne auch mal ausprobieren, pantomimisch geht bestimmt auch, was passiert, wenn Sie sich vorher überlegen, Sie wollen gemeinsam Seifenblasen machen und Sie haben eine super Idee, wie das funktioniert. Und die setzen Sie jetzt bitte mal durch. Okay, Sie stellen sich das nur vor. In Ihrer Vorstellung, wenn Sie das machen, wie viel Seifenlauge ist am Ende noch in den Röhrchen? Wahrscheinlich nicht so viel. Wie viele Seifenblasen haben wir im Raum? Vermutlich auch nicht so viel. Also wenn Sie sich gegen Ihren Partner durchsetzen, dann kann er Sie trotzdem sabotieren, indem er von seiner Seite auch heftig pustet, während Sie pusten und dann gibt es nämlich keine Seifenblasen. Er kann das Röhrchen wegziehen, Sie können, ne, was auch immer. Und das heißt, das ist ein ganz schönes Beispiel, wenn Sie gemeinsam Seifenblasen machen wollen, dann müssen Sie sich abstimmen. Dann müssen Sie miteinander, also es muss Ihnen klar sein, wir wollen das gemeinsam und es funktioniert, wenn wir das gemeinsam machen und nur dann. Ja, genau. Wenn wir schon keine echten Seifenblasen da haben, haben wir zumindest ein Bild von Seifenblasen. Im Lied vom Anfang hieß es ja auch darum, ging es auch darum, jeder der beiden entscheidet frei. Und nur, wenn sich beide dafür entscheiden, entsteht Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit ist kein Schicksal. Sie wird aktiv hergestellt, wie die Seifenblasen. Doch nur, weil Sie Ihren Partner nicht zwingen können, heißt das nicht, dass Sie mit ihm keine Seifenblasen machen werden. Sie sind ihm nämlich nicht einfach ausgeliefert. Sie können ihm Angebote machen. Sie können ihn um etwas bitten. Sie können ihm entgegenkommen und es ihm leicht machen, sich für Gemeinsamkeit zu entscheiden. Sie können herausfinden, was Sie selbst brauchen, um ihm entgegenzukommen. Sie können Alternativen anbieten, für Verständnis werben oder völlig neue Ideen entwickeln, wie sich ihre beider Bedürfnisse vereinbaren lassen. Als Verbündete Gemeinsamkeit zu gestalten, das ist viel mehr als ein Schachern. Es ist auch viel mehr als ein Kompromiss oder ein Beziehungsdeal. Es ist eine gemeinsame Suche und manchmal sogar eine gemeinsame Expedition. Ich ernte übrigens immer wieder Verblüffung, wenn die Paare erzählen, ja, schöner Satz, haben Sie bestimmt selber auch schon oft genug benutzt, man muss doch auch mal Kompromisse machen in einer Beziehung. Und dann gucken die immer ganz komisch, wenn ich sage, nee, tut mir leid, daran arbeite ich mit Ihnen nicht. Weil ich glaube, wenn Sie beide Kompromisse machen, dann bleiben Sie weit unter Ihren Möglichkeiten. Möglicherweise werden wir das nachher noch diskutieren, dann wird es bestimmt Widerspruch geben. Mal gucken. Also, was heißt das für Nico und Amelie? Amelie könnte Nico ansprechen, abends, und sich dafür entschuldigen, dass sie ihm am Morgen mit der Mütze in die Parade gefahren ist. Sie kann ihm erklären, dass ihr selbst so kühl war und dass sie einfach nicht möchte, dass Finn krank wird. Sie kann Nico auch bitten, Rücksicht auf ihre erhöhte Empfindlichkeit zu nehmen und Finn im Zweifel etwas wärmer anzuziehen, als er es für nötig hält. Auch deshalb, weil beide ja beruflich belastet sind und eine Erkältung des Kindes die Familienorganisation total durcheinander bringen würde. Es kann gut sein, dass Nico den Wunsch abtut oder mit dem Argument kontert, dass Kinder abgehärtet werden müssen. Das ist aber noch nicht das Ende des Gesprächs. Es kann weitergehen. Und das ist das Neue an dem Bild der Hoheitsgebiete. Das ist nämlich der Spielraum, den das eröffnet. Wenn die Paare zu mir kommen, dann wissen die nichts von diesem dritten Gebiet, sondern, das ist jetzt ein komisches Bild, die kommen mit dem Gebiet, es gibt das Blaue, das ist meins, und es gibt das Rote, das ist deins. Ja? Oder umgekehrt. Und in dem Moment, wo der andere etwas will, ist das schon eigentlich ein Übergriff. Und da muss man sich wehren und es kommt zum Alarm. Aber wenn wir... Oh,
Das ist schön, dieses Bild, aber das wollte ich gar nicht. Okay. Dann müssen Sie sich jetzt nochmal das Bild denken mit den, das, genau, mit den drei Gebieten. Also das Grün in der Mitte zähle ich jetzt mal als eins. Dann können die beiden nämlich weitersuchen nach einer Lösung, mit der es beiden gut geht. Nico könnte nämlich Amelie erklären, dass es ihn nervös macht, wenn er sich von ihr beobachtet fühlt. Ich meine, das ist ja so schwer auch nicht zu verstehen. Er könnte sie darum bitten, dass sie ihr Verhalten ändert. Sie können auch übrigens beide überlegen, ob sich der Morgen anders organisieren lässt. Nämlich so, dass Amelie tatsächlich nur sich auf ihre Vorbereitungen konzentrieren kann. Vielleicht verlässt sie das Haus noch früher und frühstückt im Büro. Sie kann sich auch sagen, dass Nico als Vater das Kind ja auch liebt und ein eigenes Interesse hat, sich gut um den Kleinen zu kümmern. Und sie können beide auch klar machen, dass wenn der Kleine erkältet und jammerig ist, dass sie möglicherweise kein großes Drama draus machen und sich abwechseln, wer zu Hause bleibt. Oder aber Amelie sagt, ich habe jetzt dieses wahnsinnige Projekt, wenn er jetzt krank wird, dann schmeißt mir das alles über den Haufen. Und dann ist klar, wenn er jetzt krank wird, dann übernimmt Nico das kranke Kind in der Zeit, wo sie ihr Projekt abschließt. Nico könnte auch Amelie entgegenkommen und sagen, okay, ich finde das zwar übertrieben, aber wenn du meinst, ziehe ich den Kleinen warm an. Aber sobald der 4 ist, dann wird er im Fußballverein angemeldet, weil der soll abgehärtet werden. Und er möchte auch mit Amelie gemeinsam darüber nachdenken, was sie tun können, damit er nicht so empfindlich ist. Also was sie tun können, auch um seine Abwehrkräfte zu stärken. Denn das ist etwas, an dem sie beide interessiert sind, dass das Kind gesund bleibt. Und in den Beratungen arbeite ich sehr detailliert an diesen Abstimmungen. Also auch noch viel detaillierter, als ich das jetzt beschrieben habe. Weil es geht darum, eine Lösung zu finden und keinen Kompromiss. Eine Lösung, bei der sich keiner von beiden verbiegen oder aufgeben muss. Und eine Lösung, zu der jeder wirklich Ja sagen kann. Und dabei, das ist immer ganz spannend, nehme ich meine Klienten anfangs häufig ernster als sie selber. Also ich greife dann einen Zweifel auf, der sich anfangs wirklich nur in der Stimme äußert oder in so einem Zögern. Und ich frage sehr genau nach, welche Pferdefüße eine bestimmte Absprache hat. Ich ermutige die beiden sehr, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche wirklich ungefiltert einzubringen. Denn nur wenn sie etwas gestalten, was sie wirklich wollen, können die sich dann auch mit dieser Gemeinsamkeit wohlfühlen. Um das nochmal anders darzustellen, das Lied am Anfang, das konnten wir auch nur hören, weil alle 4 Sänger sich entschieden haben, das aufzunehmen. Die haben gemeinsam einen Klang entstehen lassen, anstatt jeder in seinem eigenen Tempo und in seiner eigenen Tonart vor sich hin zu singen. Die haben auch aufeinander gehört. Und nur deshalb, weil sich keiner gezwungen fühlte, brauchte auch niemand rebellieren und stattdessen 50 Ways to Leave Your Lover singen. Gemeinsamkeit braucht diese feine Abstimmung. Und dazu gehört auch, dass sich keiner eine Tonlage oder eine Melodie zumutet, die ihn auf Dauer langweilt oder seine Fähigkeiten überschreitet. Dann klänge der Gesang ziemlich schaurig. Und das heißt, Amelie kann Nikos Grenzen blöd finden. Und er hat auch welche. Jeden Morgen ohne Pause nur im Dienste des Kindes unterwegs, das schafft er einfach nicht. Er braucht 10 Minuten mit Kaffee und Zeitung, um wach zu werden. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn Amelie ihm dauernd Vorwürfe macht. Doch wenn sie es akzeptiert, ohne ihre eigenen Bedürfnisse aufzugeben, entsteht Spielraum. Nicht Nico ist das Problem, sondern Nico und Amelie haben zusammen ein Problem. Nico braucht 10 Minuten Ruhe morgens und Amelie will nachmittags keine Pfützen aufwischen. Anstatt sich zu bekämpfen, können die beiden Ideen entwickeln, ob Finn in dieser Zeit vielleicht auch was anderes tun kann, als das Badezimmer unter Wasser zu setzen. Das ist ein ganz kleines und eigentlich ganz banales Beispiel um die Kindermütze und es lässt sich aber auf alle Bereiche übertragen, in denen sie sich in ihrer Liebesbeziehung mehr Gemeinsamkeit wünschen. Und da ist es ganz gleich, ob es um gemeinsame Ausgaben, um Zukunftspläne, Kindererziehung, schönen Sex oder den Familienurlaub geht.
Wenn Sie die Hoheitsgebiete im Blick behalten, sind Sie im Konfliktfall keine Gegner mehr, sondern Verbündete. Eine mexikanische Klientin, die noch nicht so gut Deutsch konnte, die redete von Komplizen. Complicidad nannte sie das. Und ich war hellauf begeistert, weil ich finde, es drückt es noch schöner aus. Sie können den Partner bekämpfen oder Sie können Komplizen sein. Komplizen auf der gemeinsamen Suche nach einer gemeinsamen Lösung, die für Sie beide stimmt. Und dadurch entsteht ein neuer Raum in Ihrem Herzen. Sie müssen sich nämlich gar nicht entscheiden, Ihr Refugium, Ihren Rückzugsraum zu öffnen, um es mit Ihrer Liebe zu teilen. Ihr Refugium können Sie für sich behalten. Anders als in dem Lied. Aber zusätzlich erschaffen Sie mit ihm oder ihr gemeinsam neue Räume. Räume, in denen dann gilt, wir beide, gemeinsam, niemand anders. Das Lied spricht davon, sich zu öffnen, auch auf die Gefahr hin, verletzt zu werden. Doch wenn Sie die drei Hoheitsgebiete, meins, deins und unser, beachten, dann sind Sie nicht mehr ausgeliefert, sondern im besten Fall souverän abhängig. Und das ist die beste Voraussetzung, das zu genießen, was zwischen Ihnen entsteht. Sanctuary safe and strong to heal the wounds from lovers past until a new one comes along. I spoke to you in cautious tones. You answered me with no pretense, and still I fear, I said too much. My silence is my self-defense, and every time I felt a seems I only felt the thorns. And so it goes, and so it goes, and so will you soon, I suppose. But if my silence made you leave, then that would be my worst mistake. So I will share this room with you, and you can have this heart to break. Und wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Für Informationen rund um die Reihe Education TV sowie Angebote der Medienwerkstatt Linz besuchen Sie unsere Homepage unter www.medienwerkstatt-linz.at. Herzlichen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.